Servus liebe Kunis und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Research, deine Resident Evil News. Es gab in den letzten Tagen und Wochen natürlich wieder einiges an News zum Thema Resident Evil und starten werden wir heute mit dem Resident Evil und Fortnite Crossover. Die Gerüchte existieren bereits seit längerem. Nachdem bereits Dead by Daylight, Life After und The Division ein Resi-Crossover erhielten, ist pünktlich zu Halloween nur noch Fortnite an der Reihe. Für 1300 V-Bucks, was knapp 10 Euro entspricht, bekommt ihr die Jill und Chris Skins inklusive einiger Goodies im Bundle. Außerdem gibt es zu jedem Skin noch einen alternativen Skin. Neben Jill im Resi 3 Remake Outfit und Chris im Village Look erhaltet ihr außerdem Chris im Resi 5 Outfit und Jill im klassischen Resi 1 Kostüm. Freut ihr euch schon darauf, mit Jill und Chris die Insel zu erkunden oder seid ihr bei Fortnite raus? Die Zensurschere hat mal wieder zugeschlagen. Während Resident Evil 4 VR für die Oculus Quest 2 größtenteils positive Kritiken einfährt, sorgten diese News für weniger Begeisterung. Leons Flirtversuche gegenüber Hannigan, der Dialog zwischen Louis und Ashley und einige andere Passagen wurden umgearbeitet und stellenweise sogar komplett gestrichen. Was ist eure Meinung dazu? Haltet ihr die Zensur für richtig und zeitgerecht oder für unnötig und übertrieben? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vor einigen Wochen erschien auf der japanischen Capcom-Seite der Halloween-Überraschungskalender zum 25. Geburtstag von Resident Evil. Von Anfang bis Ende Oktober sollten Fans mit neuen Ankündigungen überrascht werden. Stattdessen gab es Gewinnspiele, alte News, Sales und eine Resident Evil Infinite Darkness Blu-ray-Ankündigung. Ich persönlich habe darauf gehofft, dass uns hier ein paar richtige Knaller erwarten, wie beispielsweise News zum Resident Evil 8 DLC, vielleicht die offizielle Ankündigung von Resident Evil Outrage oder irgendetwas zum Resident Evil 4 Remake. Das letzte Türchen wird zwar erst am 29.10. geöffnet, sofern sich dahinter aber nicht eine der eben erwähnten Ankündigungen befindet, war dieser Überraschungskalender keine besonders große Überraschung. Und wir kommen bereits zur letzten News für heute. In weniger als einem Monat startet Resident Evil Welcome to Raccoon City in den Kinos und ich muss sagen, dass ich mich schon sehr auf den Film freue. Den ersten Bildern zufolge macht der Film visuell gesehen einiges richtig. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die beispielsweise das Zusammenlegen der Resi 1 und 2 Plotlines kritisieren. In einem kürzlich erschienenen Bild sehen wir Claire, Leon und Lisa Trevor nebeneinander stehen, was natürlich die komplette Timeline auf den Kopf stellen dürfte. Ich bin gespannt, wie sie alle Storystränge unter einem Hut kriegen. Freunde, das war Research, deine Resident Evil News. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Content von Radio Raccoon möchtet, hört doch mal in unseren Podcast rein oder schaut vorbei, wenn wir live gehen auf Twitch. Wie immer findet ihr alle Links unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.